Na, hallo und herzlich willkommen, willkommen, liebe Arne. Ich begrüße Sie heute alle ganz herzlich zur letzten Station unserer virtuellen Sommerreise. Die Zeit ist zumindest für uns wie im Flug vergangen. Wir sind jetzt nämlich schon seit 7 Wochen unterwegs. Ich bin sicher, Ihnen hat die Reise bislang ebenso viel Spaß gemacht wie uns. Und im letzten Teil unserer Reise geht es heute nach Berlin, in die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Unser heutiger Reiseleiter ist Dr. Arne Thomsen. Herzlich willkommen, lieber Arne. Ich stelle Ihnen Herrn Dr. Thomsen gerne kurz vor. Herr Thomsen ist seit 2018 DAD-Gastprofessor an der Universität Tunis. Er ist klassischer Archäologe, das heißt, dass er sich mit alter griechischer und römischer Geschichte beschäftigt. An der Freien Universität in Berlin hat er studiert und nach wissenschaftlichen Stationen in Paris und Freiburg auch seine Promotion erlangt. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, deren Schwerpunkt vor allem die vielfältigen Bildkulturen der antiken Welt sind. Er hat die Aussagen und die Bedeutung von Vasenbildern, Reliefs und kleinen Skulpturen der alten Kulturen erforscht und was sich daraus über die Weltsicht dieser Gesellschaften schließen lässt. Bevor er an die Universität Tunis gekommen ist, hat er bereits an zahlreichen deutschen Hochschulen gelehrt, darunter in Kiel, Regensburg und Saarbrücken. Wer im Maghreb lebt, weiß es längst. Rund um das Mittelmeer finden sich überall Spuren der griechischen und römischen Zivilisation. Alle Länder im Maghreb verfügen über reiche kulturelle Schätze, die aus der Zeit der Griechen und Römer stammen. Herr Dr. Thomsen wird uns jetzt mit nach Berlin nehmen, aber er wird uns auch zeigen, welche beeindruckenden Zeugnisse der antiken Kulturen in Berliner Museen zu finden sind. So wird sich der Kreis schließen. Ein Hinweis zuletzt, wie immer zeichnen wir das Webinar auf. Und jetzt, lieber Arne, hast du das Wort. Viel Spaß. Dankeschön, liebe Renate, vielen Dank auch für die freundliche Einführung und die einleitenden Worte. Wir werden ganz zum Schluss auch auf die Antike zurückkommen, in der Hoffnung, dass ich den Bogen auch schnell genug schaffe. Ansonsten gucken wir uns aber hauptsächlich eben in Berlin um. Auch in die Antike gucken wir in Berlin, aber eben in den Museen mit ihren reichen Schätzen dort. Ansonsten spazieren wir aber auch durch die Stadt in einem virtuellen Sinne natürlich im Moment. Ich möchte aber eingangs mal kurz in die Runde fragen, gibt es denn hier irgendjemanden von den Teilnehmern aus dem Maghreb, ich nehme an, es sind hier Leute aus Tunesien, aus Algerien und aus Marokko gleichermaßen vertreten, ob unter diesen Teilnehmern schon mal jemand vielleicht in Berlin tatsächlich selbst gewesen ist? Wenn das der Fall sein sollte, dann geben Sie das doch mal kurz in den Chat ein. Ja, ganz toll. Frau Khadija Ziane schreibt einen ganzen Monat lang, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Das war dann ein Austauschprogramm irgendwie, ein Studium oder so etwas. Ja, ich kriege gleich nochmal eine Erklärung dazu. Ahmed schreibt leider noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Genau, IPS, arabische Staaten. Ach, das ist das Parlamentsstipendium. Das ist ja ganz toll. Das ist ja eine ganz tolle Sache, oder? Wie haben Sie das erfahren? Das ist, glaube ich, also wenn ich das richtig verstehe, so wie ich das als Außenstehender sehe, eine wahnsinnig attraktive Sache. Und da kann man auch nur anderen, die sich dafür interessieren, nur raten, sich da zu informieren und sich dafür auch zu melden, wenn das passt für Sie. Da gibt es beim Deutschen Bundestag ein Stipendienprogramm und da kommt man eben natürlich auch nach Berlin, denn Berlin ist ja nicht nur eine große Stadt in Deutschland, sondern eben auch die Hauptstadt Deutschlands. Damit habe ich zwei, drei Dinge schon über Berlin gesagt. Jetzt will ich aber noch mal eine Frage ganz zu Beginn auch an Sie sofort noch mal richten, nämlich egal, ob Sie schon mal in Berlin waren oder nicht, haben Sie denn bestimmte Ideen, was Sie mit Berlin verbinden? Irgendwie etwas, was, wenn Sie Berlin hören, woran denken Sie? Was ist das für Sie? Was bedeutet das? Was verbindet sich damit? Die Berliner Mauer, jawohl, davon werden wir nachher sogar auch noch ein bisschen was sehen. Die virtuelle Reise hat ja den Vorteil, dass wir auch so ein bisschen in der Zeit hin und her reisen können.
Multikulti, auch ganz toll, ganz tolles Stichwort. Das ist natürlich in Berlin auch als moderne Großstadt, jede moderne Großstadt ist im Grunde eine Multikulti-Stadt, kann man sagen. Und das ist für Berlin sicherlich typisch und es ist für keine andere deutsche Stadt sicher, naja, für fast keine andere deutsche Stadt so typisch wie für Berlin. Da muss ich jetzt gleich eine Einschränkung machen. Ich habe eigentlich ursprünglich die Idee gehabt, dass wir auf jeden Fall auch mal nach Kreuzberg schauen auf unserem Rundgang oder nach Neukölln. Das sind so die Stadtteile, die am deutlichsten für Multikulti auch stehen. Das habe ich jetzt dann doch weggelassen. Es ist viel zu viel schon wieder gewesen, was man hier sich alles angucken kann. Am Ende ist bei mir dann doch so ein etwas touristischer Rundgang draus geworden, muss ich zugeben. Und dass diese soziokulturellen Aspekte, die man sich natürlich auch ganz toll angucken könnte und wo Berlin auch eine Menge bietet, die habe ich jetzt ein bisschen am Rand gelassen. Bundestag, genau. Also Berlin ist wie gesagt ja die deutsche Hauptstadt. Dort sind alle zentralen Institutionen der Regierung und des Staates. Und da werden wir uns zumindest als über die Gebäude, in denen die beherbergt sind, an denen werden wir auf unserem Rundgang schon auch vorbeigehen. Da werden wir noch was davon sehen. Angie, wow, es ist ja toll. Sie kennen sogar den Spitznamen Bilal Ben Salah. Genau, die Waschmaschine, die gucken wir uns nachher an und werden auch dann auch sehen, warum sie so heißt. Die anderen verstehen das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, aber da kommen wir dazu. Das Brandenburger Tor, genau, das ist natürlich auch so ein Brennpunkt, das direkt an der Mauer früher stand. Und genau, das gucken wir uns auch an. Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, Achsenkebusch. Das ist genau richtig, das ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Sie wissen vielleicht auch, dass Deutschland ist ein föderaler Staat und da ist Berlin also zum einen die Hauptstadt des ganzen Staates und dann ist Berlin aber auch ein eigenes Land innerhalb der Bundesrepublik, so wie Bayern und Nordrhein-Westfalen und manche andere auch. Das hat also eine politische Doppelrolle auch noch. Ich warte jetzt noch mal ganz schnell, Katina, gab gerade noch was ein? Nein, dann gehe ich jetzt doch, die Hauptstadtstudio, ja, ZDF auch und die anderen Sender auch. Natürlich haben alle großen Medienanstalten in Berlin audiovisuellen Medien ihre Studios, die Zeitungen haben alle auch ihre Korrespondenten und Redaktionen, das ist da natürlich auch ganz. Genau, jetzt gehe ich mal kurz mitten rein, zeige Ihnen hier erstmal einen ganz kurzen Überblick. Es ist bei all diesen Themen, die man sich in Berlin angucken könnte, muss man immer auch sagen, Berlin ist in jeglicher Hinsicht eine sehr große Stadt. Deswegen habe ich eben gesagt, so bestimmte Aspekte, die auch in vieler Hinsicht interessant sind, wie jetzt eben das multikulturelle Berlin, musste ich jetzt außen vor lassen. Man hätte zum Beispiel auch über das popkulturelle Berlin toll was machen können. Also ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das geht schon weit zurück. In den 70er Jahren war David Bowie mal lange Zeit in Berlin und dann in den 90er, 2000er Jahren ist Berlin so die Zentrum der Techno-Clubs und sowas. All das sind Sachen, die Sie vielleicht altersgemäß sogar besonders interessieren, aber die ich jetzt hier auch nicht behandeln werde, sondern wir machen eben einfach so einen Rundgang, der ein bisschen so die Dinge, die man sich eben in Berlin zuallererst anguckt oder einige von den Dingen, die man sich zuallererst anguckt, aufsucht. Wenn ich sage, Berlin ist eine sehr große Stadt, dann gilt das in einem ganz, ganz wortwörtlichen Sinne. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Maßangaben und Vergleiche präsentiert. Also wenn Sie hier quer durch die Stadt, ich nehme mal kurz den Zeiger noch dazu, also hier zum einen und hier auf die andere Seite. Da geht eine Straße einmal wirklich quer durch die ganze Stadt, fast geradlinig. Das ist auch die Bundesstraße 1. Und wenn Sie da von einem Ende bis zum anderen Ende fahren wollen, das sind 40 Kilometer, obwohl die Straße fast schnurgerade geht. Das ist schon ganz schön weit. Also ich kann jetzt nur für Tunis einen Vergleich nennen. Wenn Sie zum Beispiel in Tunis bis nach Gamart rausfahren, dann sind Sie ungefähr 20 Kilometer gefahren, obwohl die Straße nicht so geraden Weges geht. Hier ist auch ein interessanter Vergleich, wenn man Berlin und Paris so ein bisschen übereinander legt. Also hier drin, das ist Paris. Das hier draußen, das hier draußen, das ist Berlin. Es ist fast so groß wie die gesamte Ile-de-France, die ganze Landschaft, die um Paris herum liegt. Das
ist ein bisschen ein unklarer Vergleich, weil in Paris kommt natürlich noch kommen diese ganzen Vorstädte, die ganzen Banlieues hinzu. Das ist in Berlin anders. Da gibt es zwar auch noch andere kleinere Städte und Orte, die sich drumherum gruppieren, aber in erster Linie ist in Berlin eben dann schon alles innerhalb dieser Stadt, die so 3,6 Millionen Einwohner ungefähr, die Berlin hat, leben innerhalb dieses städtischen Bereiches. Da kommt dann keine große Banlieue mehr dazu, jedenfalls nicht in vergleichbarem Ausmaß. Aber dieser Bereich, der ist wirklich riesengroß im Vergleich und das liegt ein bisschen, haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Wenn Sie sich auf den Plan angucken, wenn Sie hier so dieses Grüne und das Blaue und sowas hier in dem Plan sehen, das ist ja nicht nur das Graue, was jetzt für die Häuser steht, sondern mag das vielleicht mal jemand schnell eintippen, wofür denn womöglich dieses Grün und dieses Blau denn so stehen mag? Haben Sie da eine Idee? Das Synkrim gibt etwas ein, wird mir angezeigt. Ah, okay, ja. Ich versuche etwas langsamer zu sprechen. Das ist in der Tat so, dass ich leicht mal ein bisschen schnell spreche und dann sagen Sie mir das bitte auch. Das ist völlig richtig. Genau, aber die Antwort ist sehr gut. Das sind Flüsse und das ist Natur. Jetzt ist gerade hier bei mir der Chat verschwunden. Syrien, Hilfe. Ah, da kommt er wieder an anderer Stelle. Gut, jetzt ist er wieder da. Alles Bestes. Okay, ich gehe mal schnell hier weiter. Ich verrucke ihn mal ein ganz klein bisschen, dass ich hier gut rankomme. Genau, also Berlin sieht unter anderem auch so aus. Wir sind hier zugegeben so ganz am Rande und gucken hier auf den großen Wannsee ist das und das ist die sogenannte Pfaueninsel in der Mitte. Da sehen Sie also, da gibt es auch viel Wald, da gibt es viel Wasser. Auch das macht Berlin aus. Das ist auch so ein ganz typischer Zug dieser Stadt, dass in Berlin es viel Grün gibt. Und dass in Berlin für eine Stadt dieser Größe die Bevölkerungsdichte, wie eng die Leute zusammen wohnen, dass die gar nicht so sehr groß ist. Die ist also zum Beispiel in Paris um ein Vielfaches größer. In Paris im Zentrum der Stadt leben die Leute viel, viel dichter aufeinander. In Berlin ist das alles noch vergleichsweise weitläufig. Das hängt auch sehr vom Stadtteil ab und es beruht darauf, dass eben immer wieder so große Grünflächen dazwischen sind. Dadurch wird die ganze Stadt weitläufiger, aber im Ganzen gilt das eben für Berlin, dass es eine sehr in die Weite, in die Breite gezogene Stadt ist. So von der ganzen Struktur her, also bei Paris habe ich mich jetzt ja immer dann im Vergleich bezogen auf die Stadt Paris, die also so innerhalb dieses Boulevard Peripherique, wo also dieser Autobahnring herumgeht. Und in Berlin ist das nicht so sehr anders, dass sich die Stadt auch sehr stark in so Ringen organisiert. Hier habe ich Ihnen das markiert, also das ist jetzt, Sie müssen eigentlich dann auf diese nochmal gelben und teilweise eben dummerweise auch nur grauen Straßen, die jetzt hier innerhalb dessen verlaufen. Da umzieht eben auch ein Ring von Straßen, auch jetzt mal nur den engsten, innersten Teil des Zentrums von Berlin. Das ist dort, wo früher mal eine Stadtmauer gewesen ist, vor langer, langer Zeit. Dort geht jetzt ein Straßenring, führt jetzt ein Straßenring herum. Dort sieht man nicht nur Straßen, sondern man sieht auch so etwas hier. Was sieht man denn hier in diesem unteren Bild noch, wenn ich hier mal drauf zeige mit dem Zeiger? Was ist denn das für ein Fahrzeug, was wir da sehen? Haben Sie da eine Idee, was man da noch für ein Verkehrsmittel wahrnehmen kann? S-Bahn ist fast gut. Das ist schon ziemlich gut. Ein Zug auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ganz richtig. Und das ist allerdings jetzt nicht die S-Bahn. Die S-Bahn sehen wir gleich noch, sondern es gibt noch eine andere. Zug oder U-Bahn? Genau, das ist die U-Bahn. Nun ist das mit U-Bahn ein bisschen komisch, weil was heißt denn U-Bahn eigentlich? Wofür steht denn U-Bahn eigentlich? Weiß das jemand?
Genau, eigentlich für unterirdisch. Das ist die Untergrundbahn. Aber tatsächlich hieß die Berliner U-Bahn ursprünglich mal, ich tippe Ihnen das jetzt mal hier ein und gebe Ihnen das gleich zu lesen, Untergrund- und Hochbahn, weil nämlich ein Teil der Berliner U-Bahn gar nicht im Untergrund verläuft, sondern so auf Stelzenkonstruktionen, auf hohen Schienen durch die Stadt gezogen wird. Das ist also eines der ganz wichtigen Verkehrsmittel in Berlin, ist die U-Bahn, die eben, obwohl der Name so klingt, nicht immer unterirdisch fährt. Jetzt haben wir in dem anderen Bild, haben wir hier auch so eine Freifläche und Sie sehen vielleicht, Sie können vielleicht hier so erahnen, was man da noch so sehen kann. Warten Sie, ich nehme den Halt. Nein, ich, so mache ich das nicht. Ich nehme hier den. Na, ich bin mir da ein bisschen schwer gerade. Ich muss den mal wegmachen und ihn jetzt wieder anmachen und dann geht es vielleicht. Nein? Ja, genau. Dort ist plötzlich relativ viel Platz in der Stadt. Ich habe gesagt, es gibt in Berlin viele freie Flächen, aber es gibt auch bestimmte freie Flächen, die haben einen sehr speziellen Hintergrund. Haben Sie eine Idee, was hier denn mal gewesen sein könnte, wo hier so viel Platz ist? Wir haben vorhin das schon mal kurz erwähnt bei den ersten Stichworten. Ein Bahnhof, das wäre eine Möglichkeit, da braucht man natürlich auch Platz dafür, aber jetzt kommt eine andere Antwort, Berliner Mauer, und da sage ich, das ist jetzt auch die richtige an dieser Stelle. So hat das nämlich mal vor einigen Jahrzehnten mittlerweile, muss man sagen, an dieser fast genau derselben Stelle ausgesehen, da verlief hier die Mauer. Das waren die Häuser, die also nur diesen Grenzstreifen vor der Nase hatten und dann direkt die Mauer vor sich hatten. Die ging also, wie Sie ja hier schon sehen, eben wirklich so richtig mitten durch die Stadt, hat die Stadt so in zwei Teile auseinandergeschnitten. Da kommen wir später nochmal zur Mauer zurück an einer sehr prägnanten Stelle. Jetzt kommen wir zu einem anderen Fahrzeug, was auch einen Ring um Berlin schlägt, nämlich in einem gewissen, etwas breiteren Bogen. Hier diese graue Linie, das ist grau, steht hier für die Eisenbahnstrecken und da sehen Sie dieses Fahrzeug und hier steht schon S-Bahn-Ring. Das ist jetzt die S-Bahn, die ist vorhin auch schon mal genannt worden. Das ist das andere Nahverkehrsmittel, der andere Zug, der im Berliner Nahverkehr eine Rolle spielt. Man kann es gar nicht so pauschal unterscheiden, weil auch die S-Bahn läuft manchmal unterirdisch, die läuft nun seltener unterirdisch, aber das ist eben ein anderes wichtiges Verkehrsmittel in Berlin und ich zeige Ihnen dieses schöne Fahrzeug, Sie ahnen ja vielleicht, wenn Sie sich das angucken, dass das jetzt nicht so ganz nagelneu ist, das stammt aus den 20er, 30er Jahren, sind die schon angeschafft worden, diese Fahrzeuge. Und mit denen bin ich aber noch gefahren. Also mittlerweile sind die alle außer Betrieb genommen und durch modernere ersetzt. Aber bis in Anfang der 2000er Jahre konnte man diesen Zügen noch begegnen. Da war also Berlin ist manchmal sehr modern. Berlin kann aber in manchem auch sehr altmodisch sein und manche Dinge gehen auch sehr langsam. So etwas, was, ja gut, das übergehen wir jetzt mal. Es gibt dann noch einen großen Ring so um die Stadt herum mit der Autobahn. Und zu etwas, was relativ ganz schön langsam geht, kommen wir jetzt dann auch nochmal bei weiteren Verkehrsmitteln. Was habe ich denn Ihnen hier markiert? Sie sehen ja das Symbol da so mittendrin jeweils in den Kreisen. Ups, kurz hier weggehen und wir schauen, jetzt kann man es wieder lesen. Was ist denn da markiert? Flughafen, genau. Berlin hat auf aktuellem Stand zwei Flughäfen. Einen, das hängt auch mit der Teilung zusammen. Es gibt hier oben den Flughafen Tegel und es gibt hier unten den Flughafen bei Schönefeld. Immer wenn ich hier drüber fahre, sind die Buchstaben weg. Nicht so gut, da muss ich aufpassen. Hängt also der Schönefeld war der Flughafen für Ostberlin, für den Ostteil von Deutschland, Tegel der Flughafen für Westberlin, was ja so eine Insel war innerhalb. Also Sie müssen sich das auch so vorstellen, hier das hier, so grob wenn ich das mal so grob umreiße, war ungefähr Westberlin.
Und da ringsrum war, überall ringsrum war die DDR früher. Der andere deutsche Staat. Deutschland war ja nicht nur Berlin war geteilt, sondern ganz Deutschland war geteilt in zwei Staaten. Das war so eine Folge des Zweiten Weltkrieges und des sogenannten Kalten Krieges, der sich dann anschloss. Kann ich jetzt nicht in die historischen Einzelheiten allzu weit gehen, aber dadurch war West-Berlin, was also zu Westdeutschland gehörte, so eine Insel, die inmitten von Ostdeutschland, von der Deutschen Demokratischen Republik, wie sie sich nannte, die DDR, lag, und Berlin, West-Berlin gehörte zur Bundesrepublik Deutschland, so wie der Staat auch heute noch heißt. Die Flughäfen, wie die heißen, also der eine Flughafen, der heißt Tegel, das ist nach dem Ortsteil dort benannt. Dieses TXL, was ich da hingeschrieben habe, ist die Abkürzung, die Sie so auf den Flugplänen lesen. Und der andere mit SXF, das ist Schönefeld, das können Sie auch hier lesen, das ist der Ortsteil hier unten. Nun ist seit vielen, vielen Jahren ein neuer Berliner Flughafen im Bau. Ich weiß nicht, ob Sie von der Geschichte gehört haben. In Deutschland ist das sehr berühmt, weil man sehr viel darüber spotten kann, sehr viel sich darüber lustig machen kann. Denn dieser Flughafen, der jetzt BER einfach für Berlin heißen soll, das heißt Berlin-Brandenburg International. Brandenburg ist die Landschaft, die um Berlin herum liegt, und abgekürzt eben mit BER für Berlin. Dieser Flughafen sollte eröffnet werden, Moment, Oktober 2011 war das erste Datum. Das ist dann relativ frühzeitig auf den 3. Juni 2012 erstmal verschoben worden. Dabei blieb es aber nicht. Der Flughafen ist bis heute nicht eröffnet. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man. Johanna, vielen Dank. Du hast das nur noch eingetippt mit den Namen für die Flughäfen. Genau. Das ist nun nicht unbedingt sagen wir, auch das Selbstbild der Deutschen sicherlich und auch das Bild, was man sich im Ausland oft von den Deutschen macht, wo anscheinend immer alles ganz zuverlässig und planmäßig funktioniert. Bei diesem Flughafen ging es mal gar nicht planmäßig zu. Und wir hoffen jetzt alle, oder sagen wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, besonders hoffen darauf, dass sie jetzt in diesem Herbst den Flughafen eröffnen können. Das aktuelle Datum ist jetzt der 30. Oktober 2020, wo der Flughafen dann schließlich eröffnen soll. Ich dachte jetzt zunächst in der Vorbereitung hier, wir machen jetzt trotzdem was ganz Außergewöhnliches, was ganz Exotisches, indem wir sozusagen symbolisch in Berlin erstmal in Tegel landen. Ich hatte nämlich gehört, dass jetzt im Zuge der Corona-Krise, wo ja der Flugverkehr ohnehin sehr reduziert ist, Tegel tatsächlich schon dicht gemacht werden sollte, vor der Zeit. Eigentlich soll das noch bis zum Herbst weitergehen und dann war aber im Gespräch, dass der Flughafen jetzt schon in diesen Tagen schließt und man jetzt so überhaupt unter den letzten wäre, die dort noch landen können. Das ist neuerdings, das ist jetzt wirklich ganz, ganz frisch, in der letzten Woche ist das wieder über den Haufen geschmissen worden. Man sagt, jetzt wird doch schon im Sommer wieder mehr geflogen und wir lassen Tegel noch offen. Deswegen können wir also jetzt nicht nur virtuell, sondern könnten das auch ganz reell noch tun, dass wir in Tegel unsere Ankunft in Berlin ansetzen. Zeige ich Ihnen deshalb ganz gerne, weil das schon eine ganz schicke Architektur ist. Sie sehen hier dieses Sechseck dieses Flughafengebäudes. Das ist in den 60er und 70er Jahren, 1965 bis 1972 ist das gebaut und errichtet worden von den später dann sehr berühmten Architekten Gerka, Mark und Partner. Das war so ihr erstes großes Werk, da waren die noch ganz jung. Und das ist schon so eines der, also was die Architektur angeht, ist das ein ganz toller Flughafen.
Er ist allerdings heute vollkommen überlastet und es gibt hier lauter so Ergänzungsbauten, die alle überhaupt nicht so schön sind. Und er wartet dringend darauf, dass er abgelöst werden kann durch den neuen Flughafen. Wenn wir von dort aus in die Stadt fahren, hier oben ist der Flughafen und hier unten ist dann so die engere Stadt, dann kommen wir zuerst mal vorbei an einem Gebäude, das ist das Schloss Charlottenburg. Damit sind wir eigentlich in einem... Jetzt sehe ich hier eine lange Frage. Warten Sie, sind die Grenzen, obwohl sie schon ab wurden, noch im Alltag sichtbar? Ich habe schon Benennungen wie Westen und Osten gehört. Was denken Sie daran? Ja und nein. Es ist schwierig, pauschal zu beantworten. Also zum einen werden wir gleich noch sehen, man kann an manchen Stellen schon immer noch heute noch sehen, wo die Grenze war. An anderen Stellen wird es schon richtig schwierig. Da muss man schon ganz genau hingucken, da muss man es eigentlich wissen. Da hat sich die Topografie der Stadt schon sehr verändert und ist auch über diese Grenze darüber hinaus gewachsen. Hat die zugedeckt ein bisschen. Was die Leute angeht oder ob die sich dem Osten und dem Westen zugehörig fühlen, da gibt es schon auch noch manche Unterschiede. Also manche Leute würden sagen, das ist heute alles völlig egal. Andere Leute würden wahrscheinlich sagen, das ist noch nicht egal. Ich komme aus dem Westen oder ich komme aus dem Osten. Das ist sicherlich ein bisschen verschieden, wen Sie da fragen. Manchmal bei Älteren, sagt Khadija Ziane, das ist sicherlich auch ein bisschen eine Generationenfrage. Die Ampeln sind anders. Oh ja. Ja, das stimmt in Berlin allerdings nur noch teilweise, weil da nämlich was ganz Ungewöhnliches passiert ist. Tatsächlich sehen diese, und zwar die Fußgängerampeln, wo es diese Figuren mit den Männchen gibt, die sahen im Osten anders aus als im Westen. Und während sonst in fast allen Bereichen der Osten die Dinge aus dem Westen übernehmen musste, kann man sagen, und das manchmal die Leute auch ein bisschen stört, hat man sich bei den Ampelmännchen, die nennt man auch so, ich schreibe das mal hier rein, das ist richtig berühmt geworden dadurch, die Ampelmännchen, und damit meint man eben meistens auch tatsächlich die aus dem Osten, die sind nämlich jetzt für Gesamt-Berlin verwendet worden. Ansonsten in Westdeutschland findet man den Typ nicht, die sehen also ein bisschen anders aus. Und in Berlin ist es aber so, überall, wo eine Ampel neu gemacht wird, kommen jetzt die Ostampelmännchen zum Zug. Das ist also etwas, wo sich mal der Osten durchgesetzt hat. Und insofern in Berlin jetzt kein unterscheidendes Merkmal mehr. Daran können Sie nicht mehr erkennen, ob Sie im Osten oder im Westen sind. Hier in Charlottenburg, um da kurz zurückzukommen, sind wir also ganz tief im Westen. Das lag sogar ursprünglich immer lange weit vor der Stadt. Sie müssen sich vorstellen, hier diese Teile, das sind Gebiete der Stadt, die sind erst so seit dem 19. Jahrhundert überhaupt richtig Stadt geworden. Berlin ist jetzt keine wahnsinnig alte Stadt, war im Mittelalter so, sagen wir, mittelwichtig. Aber es geht im Kern aufs Mittelalter zurück, ist im 12. Jahrhundert gegründet worden, vielleicht sogar im späten 11. Jahrhundert gegründet worden. Aber es war lange eine Stadt, die war eben hier in diesem Teil, hier drüben. Und alles, was hier so hingewachsen ist, das ist dann erst im 19. Jahrhundert dazu gekommen. Vor allem sind die reichen Leute hier hingezogen. Das ist in fast allen großen mitteleuropäischen Städten so, dass im Westen, wo die frische Luft hinkommt, wo noch nicht so die ganze Stadtluft mit ihren Abgasen ist, sich dann so die reichen Vororte gebildet haben, während sich im Osten eher die etwas ärmeren Vororte gebildet haben. Hilfs-Sheriffe tauchen auch überall auf. Das weiß ich jetzt nicht genau, was Sie da jetzt meinen und inwiefern das jetzt ein Ost-West-Phänomen ist, falls das dazu noch ist. Es gibt natürlich viel mehr so diese privaten Sicherheitsdienste und all dieses. Das ist aber überhaupt eine Entwicklung, die es halt so in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren sich so ergeben hat. Die hat jetzt mit Ost und West und Berlin im Speziellen, glaube ich, nichts zu tun. Also hier kurz dieses Schloss, das war also von den Urfürsten und späteren Königen, die in Berlin residiert haben, zunächst mal als so ein Schloss, ein Jagdschloss in Grünen. Und heute ist das natürlich da überall Stadt herum. Und dieser Stadtteil ist dann derjenige gewesen, hier das Charlottenburg, wie ich
So heißt das Schloss und so heißt der Stadtteil dort. Und das ist praktisch so der Kern von West-Berlin dann. Also als die Stadt geteilt war, musste sich natürlich ein neues Zentrum bilden, weil die eigentliche Mitte, auch der Stadtbezirk, den man Mitte nennt, der lag dann im Osten, der lag in Ost-Berlin. Und im Westen bildete sich ein neues Zentrum. Das hatte sich schon seit dem 19. Jahrhundert eben, war dieses Ganze, das alles bebaut und war das dann auch so ein bisschen als zusätzlicher zentraler Ort in der Stadt eine wichtige Rolle. Hier ich habe ihn hier markiert in der Karte, den Namen Kurfürstendamm. Das ist die wichtigste Straße oder sagen wir die Prachtstraße dort. Die war also schon ab dem späten 19. Jahrhundert so eine ganz wichtige Einkaufsstraße. Und das war dann schon ein zentraler Ort auch, obwohl er eigentlich ursprünglich mal außerhalb gelegen war. Dann habe ich noch markiert den Wittenbergplatz. Das ist beides markiert, weil wir das jetzt in den nächsten Bildern sehen. Hier sind also mal ein paar Impressionen vom Kurfürstendamm, vom Kuhdamm, wie die Berliner kurz sagen, Kuhdamm. Das ist ein bisschen lustig, weil Kuh ist natürlich auch irgendwie wie Kuh, wie das Tier, wie das weibliche Rind. Aber hier ist es eben einfach die Abkürzung für diesen Straßennamen Kurfürstendamm. Kurfürst ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen niedriger als ein König, aber ist eben so ein Fürst auch, so ein ganz wichtiger, ein Herrscher. Und die Herrscher, die in Berlin residiert haben, hießen eben, hatten als erstes oder hatten eine Zeit lang den Titel Kurfürsten, bevor sie dann zu Königin wurde. Sie sehen also, das ist alles viel mit Straßencafés, mit Läden, ist es also schon sehr, sehr lange, das ist historisch so. Und das ist heute also auch wieder eine Haupteinkaufsgegend. Und dort liegen dann auch ganz wichtige zentrale Orte, zum Beispiel dieser markierte Ort, der Wittenbergplatz. Das ist, kann man so sagen, ist vielleicht so der zentrale Platz in West-Berlin gewesen, mit diesem schönen, besonders schönen Gebäude der U-Bahn. Und das ist der einzige, man sagt, das ist der einzige Ort in Berlin, wo U-Bahn mal so ausgeschrieben ist, dass da tatsächlich steht Untergrundbahn. Und eben nicht nur die Abkürzung U-Bahn. Ansonsten ist immer nur die Abkürzung verwendet. Wilhelm Benzalar kennt sich gut in der Geschichte aus und die Kurfürsten nahmen an der Wahl des Königs teil. Genau, das ist deswegen, das ist dieser Extratitel mit dem Kurfürsten. Das sind die Fürsten, die den deutschen König mitwählen durften, die in diesem Gremium dann saßen. Auch wieder jetzt zum Thema alte Tradition, auch dass das schon wirklich eine Einkaufsgegend ist. Das berühmteste Kaufhaus, ich glaube, man kann wirklich sagen, ganz Deutschlands, ist das Kaufhaus des Westens, was sich hier direkt an diesem Wittenbergplatz befindet. Das ist jetzt genau an der Stelle, wenn Sie auf das Bild gucken, genau an der Stelle, wo das andere Bild auch ist. Das heißt schon immer Kaufhaus des Westens. Also das hat jetzt nichts mit West-Berlin als politischer Einheit nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun, sondern das war eben immer in Berlin der Westen. Auch ein Stadtteil, der nennt sich Westend, wie es in mehreren deutschen Städten, in Frankfurt zum Beispiel, gibt es auch ein Westend. Das sind eben typischerweise diese reichen Vororte gewesen. Und deswegen hier auch das Kaufhaus des Westens. Jetzt sind wir, wenn wir vom Kurfürstendamm zum Kaufhaus des Westens, KDW, das kennt, wird auch nie ausgesprochen, heute in der langen Form, die Berliner lieben es immer kurz und einfach und knackig, das ist das KDW. Berlin, das wissen Sie vielleicht auch, oder wissen Sie vielleicht nicht, aber Berlin ist, die Berliner sind berühmt und auch fast ein bisschen berüchtigt dafür, dass sie schon sehr direkt sein können. Also da ist die Höflichkeit nicht immer so ganz hoch geschrieben, sondern da wird einem auch ziemlich deutlich gesagt, was die Leute so denken. Das läuft dann unter dem Begriff Berliner Schnauze. Schnauze, wissen Sie, was das ist, was das für ein Wort ist? Schnauze ist der Mund eines Tieres, also ein Hund hat eine Schnauze. Und wenn man das von einem Menschen sagt, dann ist das eben so ein bisschen schnoddrig, ein bisschen ungenau so etwas frech dahingesagt.
So, wir sind jetzt hier vom Kurfürstendamm zum Wittenbergplatz gegangen und sind doch glatt an einem Monument vorbeigegangen, an dem man ganz bestimmt nicht vorbeigehen würde, wenn man dort wirklich vorbeilaufen würde. Das ist nämlich ganz, ganz auffällig. Das ist dieses Gebäude. Es ist übrigens so, wenn Sie bei Kommentaren auch mal etwas sagen wollen, dann können Sie sich hier oben, wo dieses Männchen die Hand hebt, dieses Symbol benutzen und das betätigen und dann können wir Sie freischalten oder dann schalten wir Sie frei und dann können Sie sich auch zu Wort melden. Dann können Sie nicht nur in den Chat etwas eingeben, sondern können zu dem, was ich hier sage oder wenn ich Sie etwas frage, dann auch in Worten, auch verbal antworten. Jetzt gucken wir also auf dieses Monument hier, das eine ganz, ganz besondere Kirche ist. Was fällt Ihnen denn an diesem Kirchturm hier auf? Genau, Yasin Grimm schreibt völlig zu Recht, der Turm ist zerstört. Es ist noch viel mehr zerstört, das ist nämlich die eigentliche Kirche, die fehlt heutzutage im Grunde ganz. Es ist nur der Turm und der Raum unter dem Turm zum größeren Teil noch da. Das ist alles passiert im Zweiten Weltkrieg. Da ist ja Berlin wie viele Städte bombardiert worden und durch das Bombardement eben auch erheblich zerstört worden. Benzer Lahr kennt sich wirklich gut aus. Wilhelmskirche ist ein bisschen sehr kurz, aber ich schicke Ihnen gleich den ganzen Namen. Das ist richtig soweit. Diese Kirche ist eben auch im Krieg zerstört worden, durch das Bombardement zerstört worden und hat sich dann entschieden, als man sie wieder aufbauen wollte, dass man doch einen Teil davon stehen lässt als ein Mahnmal gegen den Krieg, um eben zu erinnern daran, was dort mit vielen Gebäuden zu der Zeit passiert war. Die heißt Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Deswegen war das von Bilel schon ganz richtig, Wilhelmskirche. Dieser Zusatz ist interessant. Meistens sagen die Leute nur Gedächtniskirche. Und bei Gedächtnis, also so Erinnerung und sowas, da denken die meisten, gerade Touristen auch, das ist eben das bezeichnet das Mahnmal, dass das so eine Kirche zum, die eben an den Krieg, das Gedächtnis, die Erinnerung an den Krieg wach hält. Das tut sie, soll sie, aber den Namen hatte sie kurioserweise schon vorher. Die ist nämlich wirklich von einem, die deutschen Kaiser im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert, die nun nicht die gerade die segensreichste Geschichte für Deutschland gebracht haben. Da hießen gleich zwei davon Wilhelm und der jüngere Wilhelm hat für den älteren Wilhelm, um an den zu erinnern, zu dessen Gedächtnis diese Kirche gebaut. Komischer Anlass, eine Kirche zu bauen möglicherweise und alles ein bisschen historisch fragwürdig, aber es bekommt jetzt, hat jetzt einen ganz anderen Dreh bekommen durch diese Veränderung der Rolle, dass die Kirche zum Mahnmal geworden ist. Ich gehe mal hier etwas schneller weiter. Sie sehen hier so eine dieser ganz großen Grünflächen in Berlin. Das ist jetzt wirklich mitten in Berlin. Das ist jetzt wenige Schritte von dieser Gedächtniskirche entfernt. An dem Teil, wo noch in West-Berlin, aber was dann auch direkt, werden wir nachher auch gleich noch sehen, auch an dem Teil von Ost-Berlin, vom ehemaligen Ost-Berlin, das also die wirklich die Berliner Mitte ist, dranhängt. Das ist eben so das tollste Beispiel dafür, wie viel Grün es in Berlin auch gibt, wie sehr die Stadt eben auch von Parkanlagen durchsetzt ist. Das heißt jetzt großer Tiergarten oder die meisten Leute sagen eigentlich Tiergarten. Was ist denn eigentlich ein Tiergarten? Wenn Sie Tiergarten hören, können Sie mit dem Wort was anfangen? Verstehen Sie das, was das meint?
Genau, Zoo kommt gleich zweimal die Frage und das ist eigentlich auch richtig. Wenn ein deutscher Tiergarten hört und er nicht gerade aus Berlin kommt, wird er an den Zoo denken. In Berlin ist jetzt ein bisschen das Kuriosum, hier haben Sie auch Zoo Berlin stehen, also der Zoo ist direkt ein Anhängsel vom Tiergarten sozusagen. Das ist aber fast ein bisschen Zufall, außer dass hier halt durch die Grünanlage dann auch Platz war für einen Zoo. Der Tiergarten in Berlin hat seinen Namen schon sehr, sehr lange, zu einer Zeit, als man noch keine Zoos hatte, wie man das heute so machen würde. Oh, wir sehen hier ein paar Meldungen. Nein, Moment, nein. Und ursprünglich meinte dieser Tiergarten in dem historischen Sinne, dass das dort darum ging, dass dass diese Kurfürsten, nach denen der Kurfürstendamm benannt ist, dort zur Jagd gegangen sind. Die haben Tiere gejagt. Das war ein Jagdgehege, also schon ein Tiergehege. Das war auch am Anfang umschlossen von einer Mauer, wo aber die Tiere nur deshalb gehalten wurden, damit die Kurfürsten und Könige auf die Jagd gehen konnten. Und das ist dann später, das war der berühmte Friedrich der Große, einer der Kurfürsten von und dann auch Könige von Brandenburg und Preußen. Er hat dann beschlossen, der mochte selbst die Jagd nicht so sehr und er war überhaupt ist berühmt als Aufklärer, dass er also eine sehr fortschrittliche Rolle in der Geschichte eingenommen hat. Und dieser Friedrich der Große hat sich entschlossen, den Tiergarten für die Öffentlichkeit zu öffnen. Und heute, Khadija schreibt das, also Sarah schreibt, das ist ein Park, genau, das ist heute ein großer, großer Park mit Wald- und Wiesenflächen. Da gibt es Tiere, die gibt es speziell eben hier im Zoo. Und dann gibt es Cafés und dann gibt es Orte, wo man sich ruhig hinsetzen kann. Es gibt dort Grillwiesen, es gibt dort Liegewiesen, wo die Leute im Sommer, also in Massen dann auch sich einfinden und einfach sich erholen, dass da zur Erholung hinkommen. Hier haben wir einen Überblick. Hier sehen Sie diesen großen Wald mitten in der Stadt. Und ich benutze diesen Überblick auch, um Ihnen gleich noch ein paar andere Dinge zu zeigen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Hier ist der Fernsehturm, der ist dann schon mitten in Ost-Berlin. Was wir jetzt, ja, es ist jetzt doch ein bisschen schwierig zu erkennen. Hier ist dann auch der Reichstag und das Brandenburger Tor und so. Das sind so Dinge, zu denen wir gleich jetzt hinkommen werden. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich bin schon etwas spät dran. Und hier oben sehen Sie so ein paar Gebäude des Regierungsviertels. Und hier steckt auch noch was drin. Das können Sie hier gar nicht so richtig gut erkennen. Sehen Sie das eigentlich, wenn ich jetzt hier den, hier habe ich den Zeiger. Und jetzt versuche ich den zu nehmen. Verrücke damit aber leider gleich das ganze Ding. Das ist nicht so ganz so gut. Also hier weiter unten sehen Sie jetzt das Gebäude, zu dem wir gleich als erstes kommen. Das ist also noch richtig im Tiergarten eingebettet. Ah, hier haben wir noch mal einen anderen Anblick. Hier ist die Siegessäule. Das ist auch so ein preußisches Monument, was mitten im Tiergarten errichtet worden ist. Und hier sieht man dann etwas besser diese andere Anlage, hier diese dreiflügelige Anlage. Das ist ein Schloss, wie Sie vielleicht auch schon sehen können. Und dieses Schloss sieht von nahem so aus und da wohnt zurzeit, kann man sagen, dieser Herr darin. Wissen Sie, wer das ist? Vielleicht gar nicht so im Ausland jetzt nicht so bekannt. Das ist Herr Steinmeier. Bilal Ben Salah ist wirklich bei all diesen Dingen topfit. Herr Steinmeier ist der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Genau, also das Staatsoberhaupt Deutschlands. Das Schloss Bellevue ist seit der Wiedervereinigung, seit Berlin eben wieder Hauptstadt geworden ist, der Amtssitz des Bundespräsidenten, wo er auch wohnt, Wohn- und Amtssitz. Und im Moment ist das Herr Steinmeier. Das ist natürlich ein wechselndes Amt, das ist ein gewähltes Amt, wenn auch nicht direkt gewählt in Deutschland. Und das ist ja auch ein eher repräsentatives Amt, niemand, der jetzt unmittelbar politische Macht ausübt, sondern jemand, der so für den Staat als Ganzen, als Repräsentant steht. Und der ist also dort in dem Schloss Bellevue. Und wir kommen aber gleich zu den anderen Machtzentralen, kann man sagen, der Bundesrepublik Deutschland, denn das liegt dort alles relativ in der Nähe.
Als nächstes, die Frau kennen Sie bestimmt noch viel besser als Herrn Steinmeier, obwohl sie nominell dem Amt nach niedriger steht als er, aber sie ist natürlich viel weiter tätig. Welches Amt nimmt diese Dame in Rot ein? Und das Amt, das Gebäude sehen wir auch hier. Das ist die Bundeskanzlerin, das ist Frau Merkel, Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, und das ist das Bundeskanzleramt. Und hier in diesen Seitenansichten mit diesem Mittelteil kapieren Sie vielleicht, warum wir vorhin schon mal den Ausdruck gelesen haben, dass dieses Gebäude auch bekannt ist als Waschmaschine. Sind jetzt schon an ein paar Stellen drüber hinweggegangen. Man hätte schon bei einigen anderen Gebäuden auch so Spitznamen nennen können. Das ist eben auch so typisch Berliner Schnauze, dass all solchen Gebäuden wird unbedingt immer ein Spitzname gegeben. Und hier eben, weil das wie so die Trommel einer Waschmaschine in der Mitte aussieht, hat man das Bundeskanzleramt, kaum dass es da stand, spöttisch Waschmaschine genannt. Die Bundeskanzlerin, hier ist nochmal ein weiteres Bild vom Bundeskanzleramt, ist in unmittelbarer Sichtweite zum Reichstag. Was ist der Reichstag? Welches Staatsorgan residiert im Reichstag? Geben wir mal weiter. Die Bundeskanzlerin, die ja die Regierung leitet, ist ihrerseits gewählt von einem anderen Organ. Also Sie meinen den Finanzminister wahrscheinlich. Nein, das ist noch was viel Wichtigeres. Wo werden denn die Gesetze beschlossen? Im Bundestag, genau. Das Gebäude heißt heute immer noch Reichstag, weil es eben im Deutschen Reich als das Parlamentsgebäude, also das ist das Parlament, um das es sich dreht von der Funktion her. Und der Name des deutschen Parlaments ist der Deutsche Bundestag. Und früher hieß das Reichstag. Und weil das eben früher das Gebäude, das Gebäude, wo jetzt der Bundestag ist, war auch schon das Gebäude, in dem der Reichstag war. Und deswegen nennt man das Gebäude immer noch Reichstag. Nein, das ist nicht abwertend, Herr Bensalah. Das ist die übliche Bezeichnung, die man also dem Gebäude zuerkennt. Und das war die Bezeichnung des Parlaments. Zum Beispiel in der Weimarer Republik war das Parlament der Reichstag. Das ist jetzt nichts Ehrenrühriges, da von Reichstag zu reden. Diejenigen, die was gegen das Parlament hatten, nämlich die Nazis, die Nationalsozialisten in der Zwischenperiode dazwischen, die haben den Reichstag, der ist in der Zeit teilweise abgebrannt, wofür angeblich die Nationalsozialisten nicht selber schuld sein wollten, aber es war ihnen jedenfalls ganz recht und sie haben das Parlament dann auch sehr schnell aufgelöst und beiseite gelassen. Ich habe das jetzt hier schon erwähnt, weil wir gucken nämlich hier vom Reichstag. Diese beiden Türmchen hier, die gehören schon zum Reichstag und wir gucken aufs Kanzleramt. Das liegt also unmittelbar nebeneinander. Hier nochmal von oben geguckt. Hier, das ist der Reichstag. Hier drüben ist das Kanzleramt. Ich hoffe, Sie sehen das, auch wenn ich jetzt nicht den Markierungspfeil hier nehme, weil der Markierungspfeil mir nämlich immer Ärger macht. Jetzt komme ich damit klar. Also das Reichstagsgebäude mit dem Bundestag darin. Hier ist das Bundeskanzleramt. Wir gucken gerade von dem Fernsehturm, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Genau, und jetzt gucken wir auf den Bundestag, also auf das Reichstagsgebäude mit dem Bundestag. Auch da habe ich Ihnen den Hausherrn jetzt mitgezeigt.
Das ist jetzt natürlich der Bundestag als Verfassungsorgan, ist das ganze Parlament, das sind so 700 Leute, aber das Parlament hat natürlich auch einen Parlamentspräsidenten und den habe ich Ihnen hiermit als Hausherrn des Bundestages und im Reichstag abgebildet. Das ist, der heißt Wolfgang Schäuble, ein altgedienter deutscher Politiker, in diesem Amt jetzt auch in einer eher repräsentativen Funktion. Ich hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben, ja. Das sind noch ein paar Bilder der, ja, ich gehe noch mal kurz zurück. Also Sie sehen hier, das ist das alte Reichstagsgebäude. Diese Kuppel, die ist in Glas, die ist modern, die ist neu wieder draufgesetzt worden, als ab 1995 das Gebäude hergerichtet wurde, um dann den Bundestag zu beherbergen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg und man muss sagen, in dem Falle nach der Zerstörung schon durch den Brand, der 1934 dort schon gelegt worden ist, war das Gebäude zunächst so provisorisch wiederhergerichtet worden, aber es war eben nicht alles daran wiederhergestellt worden und deswegen ist es von 1995 bis, war das jetzt, bis 1999 wiederhergerichtet worden, damit dann der Deutsche Bundestag dort einziehen musste, der vorher ja noch in Bonn saß. Bonn war ja für die Bundesrepublik Deutschland, für Westdeutschland die Hauptstadt, die provisorische Hauptstadt. Und da hat man eben zum Beispiel diese Kuppel draufgesetzt, die schon ein ganz tolles Bauwerk ist. Das ist ganz faszinierend, diese Spiegeleffekte und diese Gläser und so. Und außerdem hat man an diesem Punkt, und da muss man jetzt aus einem aktuellen Anlass, finde ich, dringend dran erinnern, eine Sache gemacht mit diesem Gebäude, die finde ich bis heute ganz, ganz toll. Ich habe das damals miterlebt und ich habe wirklich selten ein öffentliches Ereignis erlebt, was mich so fasziniert hat wie das. Unmittelbar bevor man diesen Umbau in Angriff genommen hat, sah der Reichstag kurz so aus. So oder von einem anderen Blickwinkel so. Wissen Sie, welcher Künstler hinter dieser Aktion steht? Kommt jetzt nichts, dann mache ich mal schneller weiter. Der gute Mann heißt mit seinem Künstlernamen, das ist nur so ein Teil von seinem eigentlichen Namen, Christo, stammt aus Bulgarien ursprünglich, ist ein weltweit tätig gewesener Künstler und er ist leider vor wenigen Tagen, am 31. Mai, glaube ich, gestorben. Und aus dem Anlass wurde dann auch wieder sehr viel erinnert an diese Verhüllung des Reichstages. Man kann das vielleicht aus, ich weiß nicht, ob es aus Bildern hervorgeht, wie großartig, wie faszinierend das war. Das war wirklich ein ganz erstaunlicher Anblick, wie man dieses Gebäude, dadurch, dass es verhüllt war, eigentlich plötzlich viel klarer sah und einen ganz anderen Blick darauf bekam. Das war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Aktion. So, jetzt springen wir aber eilig, muss ich sagen, hier in der Zeit zurück. Wir sind immer noch unmittelbar am Reichstag. Hier, das ist das Reichstag, ein Stück vom Reichstagsgebäude. Und hier direkt dahinter ist die Mauer und hier ist das Brandenburger Tor. Also so eng ging das da zu mit der Mauer, die sich eben durch die Stadt zog, dass die Leute hier stehen. Das bedeutet schon, dass dieses Bild 1989 aufgenommen worden ist, als also diese Mauer dann plötzlich schon durchlässig wurde. An sich war das ein Bereich, da durfte niemand sein. Hier konnte man noch gehen. Also ich nehme wieder den Versuch, den Pfeil zu nehmen. Jetzt geht's wieder nicht. Hier auf dieser Seite dieses Zaunes durfte man noch gehen, das war noch West-Berlin, das gehörte schon zu Ost-Berlin und da war dann die Mauer, die das abschirmte. So sah es dann am Brandenburger Tor direkt aus, von Westen betrachtet, hier das Warnschild, Sie verlassen jetzt West-Berlin, man blickt auf das Brandenburger Tor. Einige Jahre später, die Mauer ist gefallen, sah es dann erstmal so aus. Die Autos fahren durchs Brandenburger Tor, es ist alles wieder offen. Allerdings war man auch ziemlich bald nicht so glücklich, dass da die Autos durchfahren. Und heute sieht es so aus, da dürfen nur noch Fußgänger durch. Ganz in der Nähe ist auch diese historische Aufnahme von 1938 entstanden, an dem damals wichtigsten Platz in Berlin. Das ist der Potsdamer Platz. Der heißt so nach der Stadt Potsdam, die eben ganz in der Nähe von Berlin gelegen ist.
wo dort die Straße hinausführte. Dort war das Potsdamer Tor ursprünglich in der alten Stadtmauer und als die weggefallen ist, wurde der Potsdamer Platz dort errichtet und das war der wichtigste Platz in ganz Berlin. Der ist auch heute noch wichtig und der ist komplett neu wieder bebaut. Wir gucken jetzt hier von der anderen Seite auf dieses Neubaugebiet am Potsdamer Platz nach der Grenzöffnung und hier diese drei Hochhäuser. Also hier stehen wir direkt auf dem Platz und gucken, ups, so war das nicht gemeint, gucken jetzt auf diese Hochhäuser. Das ist ein bisschen überdramatisch in der Ansicht des Bildes. Man muss sich das allerdings jetzt ein anderes Bild dagegen halten, wie es zwischen diesen beiden Etappen, dem alten historischen Bild und jetzt der Gegenwart, die so ähnlich aussieht wie das hier aussah, nämlich so. Das war mitten in Berlin. Das ist aus dem berühmten und wunderbaren Film von Wim Wenders, Der Himmel über Berlin. Da ist diese Szene, da gibt es eine ganze Menge Szenen, die in diesem Brachland, in dieser Brache in der Mitte der Stadt, weil nämlich hier dann direkt die Mauer kam. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Seite, wie rum das jetzt aufgenommen ist. Da war direkt auch die Mauer und deswegen war dieses Gelände nach der Zerstörung nie mehr benutzt worden. Und das ist dann eben erst wieder nach der Wiedervereinigung wieder neu aufgebaut worden. Dort war auch die älteste Ampel. Gucken Sie mal, das ist hier, das ist ein Nachbau, so sah das historisch aus. Da lag rot, gelb, grün, können Sie vielleicht noch erkennen, lag damals nebeneinander. Da ist 1924 die erste deutsche Ampel dort installiert worden. Ich gehe jetzt mal ganz schnell noch kurz jetzt durch die eigentliche Mitte von Berlin. Wir sind jetzt leider schon spät dran. Ich habe mich ein bisschen vertrödelt. Genau, Johanna schreibt auch nochmal, der Film Der Himmel über Berlin von Wim Wenders ist wirklich sehr sehenswert. Also zum einen kriegen Sie wirklich ein Bild von Berlin, wie es kurz vor der Grenzöffnung, das von 1987, das ist also wirklich ziemlich kurz vorher entstanden, wie es dort aussah. Und dann ist es auch eine ganz tolle Geschichte und es ist also, oder es sind ganz tolle Bilder vor allem. Es ist ein Film von ganz, ganz fabelhaften Bildern. Ich habe ihn auch vor 2 Jahren oder sowas mal wieder gesehen. Und wusste erst nicht, hatte ein bisschen Angst davor, ihn wiederzusehen, ob ich ihn immer noch gut finden würde, aber er ist wirklich toll. jetzt gucken wir vom Brandenburger Tor aus, die Straße hier entlang, das ist unter den Linden, heißt die Straße. Hier sehen Sie die Bäume, das sind Linden, das ist eine Art von Bäumen, die wir dort sehen, die wir da lang gehen. Das ist so der das Gegenstück zum Kurfürstendamm, so wie der Kurfürstendamm dann im Westen als neue Prachtstraße dazugekommen ist, ist das die alte. Wir gucken hier auf dieses Gebäude, hier quer hindurch, das ist das sogenannte Rote Rathaus. Das ist jetzt das Rathaus, wo die Stadtverwaltung von Berlin sitzt. Ich übergehe das aber ein bisschen und weise Sie auf ein kleines Problem hin. Wir haben eben von hier nach hier geguckt und dieses Gebäude gesehen und hier sehen Sie im Plan aber, dass da richtig viele Gebäude dazwischen sind. Trotzdem konnten wir eben noch ganz durchgucken. Das liegt daran, dass dieses Gebäude, obwohl es hier so tut, als ob es alt ist, in Wirklichkeit ganz, ganz neu ist. Dieses Bild ist wirklich erst ein paar Tage alt. Diese beiden Bilder sind von letztem Jahr. Da sieht es zum Teil noch ganz anders aus. Das ist das Berliner Stadtschloss oder vielmehr sein Wiederaufbau. Ich gebe Ihnen gleich noch einen anderen Namen. In das Stadtschloss soll das sogenannte Humboldt-Forum hineinkommen. Das Humboldt-Forum nach den Brüdern von Humboldt, Alexander und Wilhelm von Humboldt benannt, soll unter anderem die ethnologischen Museen von Berlin beherbergen. Aber man hat sich entschieden für diesen Wiederaufbau nach einer sehr umstrittenen Entscheidung, und fragen Sie mich lieber nicht nach meiner Meinung, dass man diesen Wiederaufbau so macht, dass er dem alten Schloss zumindest teilweise ähnelt, so wie es früher einmal an dieser Stelle stand. Das Schloss war also auch weitgehend im Krieg zerstört worden. Beim Wiederaufbau hat man sich also jetzt entschieden, dass das so ähnlich aussehen soll. So sah es mal historisch aus. So, das ist noch ein ganz kurzer Blick, wie das zwischendurch aussah. Da stand nämlich zu DDR-Zeiten der sogenannte Palast der Republik. Das war das Parlament der DDR, was dorthin gebaut worden ist. Das ist jetzt wieder weggerissen worden dafür.
Die ganze Anlage steht, das ist hier, und wir gucken jetzt bei diesem Bild hier auf die entgegengesetzte Seite. Das ist das sogenannte Alte Museum, und wir sind nämlich insgesamt hier auf der berühmten Berliner Museumsinsel, wo also eine ganze Gruppe von Museen sich befindet, die also zusammengenommen, nicht jedes einzeln, aber zusammengenommen dann schon ungefähr so groß und so bedeutend sind